Im Rahmen der Finanzkrise beobachten wir, wie Vermögen nach oben umverteilt werden. Wir reden nicht von Zentralafrika, wir reden von einem Land im Herzen Europas. Man züchtet eine verlorene Generation, ein ganzes Land, was im Prinzip ein Leben lang in der Depression bleibt. Das Feindbild darf auf jeden Fall nicht die Elite sein. Alle Versuche, eine andere Gesellschaft aufzubauen mit demokratischen Mitteln, also wenn man an Chile denkt oder ähnliches, sind immer wieder platt gemacht worden. Warum? Weil diese Versuche ungeheuer gefährlich sind. 7 Milliarden Menschen wissen jetzt, dass die USA einen jederzeit abhören können, alles überwachen können, immer wissen, was ich tue, wo ich bin, bald schon, was ich denke, was ich sage, was ich mache, wie es mir geht. Kaum jemand hält inne und sagt, ja, was ist denn jetzt die Bilanz, was ist denn jetzt mit Libyen? Da hatten wir ja Regime-Change, Gaddafi ist tot, ist das Problem gelöst, ist die Gewaltspirale irgendwie durch eine blühende Demokratie ersetzt? Die Antwort ist natürlich nein. Man muss anfangen, sagen ständig, den Stein den Berg hinaufzurollen und irgendwann sind 5 da und irgendwann sind 10 da und irgendwann sind 15 da. People should unite and rise against this situation. In Diktaturen haben wir das erlebt, dass auf einmal die Leute aufgewacht sind, weil andere mutig waren. Das heißt, wir müssen erstmal anfangen, wieder mutig zu sein.